بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nichtmuslime. Manch einer sagt, ich möchte nur das Nötigste, ja sogar das Allernötigste vom Islam praktizieren. Werde ich in das Paradies hereinkommen, ohne dass ich großartig etwas von den anderen Taten mache? Ich weiß, es ist vorzüglich, in der Nacht zu beten. Ich weiß, es ist vorzüglich, zu spenden. Ich weiß, es ist vorzüglich, ständig die Umrah zu machen. Werde ich, wenn ich nur das Allernötigste mache, das Paradies bekommen? Höre, so gab es folgende Begebenheit zu der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dieses berichtet Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu wa arda in einer authentischen Überlieferung bei al-Bukhari. Er sagte, Ja'a Arabiyun ila al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ein Wüstenaraber kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erkundigte sich über den Islam. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, was verpflichtend ist im Islam. 5 Gebete gibt es im Islam, am Tag und am Abend. Dann sagte der Wüstenaraber, der von sehr weit her kam, Hal alayya ghayruha? Gibt es andere Verpflichtungen für mich außer diese? Er sagte, illa anta tatawwa'a shay'an. Außer, was du zusätzlich von dir aus machst. Dann fuhr der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, indem er sagte, siyamu Ramadan, dass du im Monat Ramadan fastest. Dann fragte der Wüstenaraber wieder, hal alayya ghayruhu? Gibt es noch andere zusätzliche Taten, die ich mache? Wieder antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, illa anta tatawwa'a shay'an. Dann sagte er weiter, sallallahu alaihi wasallam, wazaka, und die Zaka ist für dich verpflichtet. Dann fragte der Wüstenaraber, hal alayya ghayruha, gibt es für mich noch andere Verpflichtungen? Er sagte, illa anta tatawwa'a shay'an, außer was du von dir aus freiwillig machst. Dann sagte der Wüstenaraber, er sagte, wallahi, la azidu ala dhalika shay'an, bei Allah, ich werde nichts Zusätzliches an Taten machen. Dann sagte der Prophet sallallahu nicht zu ihm, oh du Unverschämter, dass du es wagst, dass du nur das Nötigste machst. Er sagte, höre zu, o Diener Allahs, aflaha in sadaq. Er wird erfolgreich sein, wenn er wahrhaftig war. Das heißt, wenn er an diesem Wort festhält, dass er dieses macht, dann wird er erfolgreich sein. In einer anderen Überlieferung, dakhal al-jannah in sadaq. Er wird das Paradies betreten, wenn er wahrhaftig ist. Und hier lernen wir von diesem Hadith, dass es tatsächlich ausreichen würde, wenn man nur die Pflichten macht. Und dieses wurde bestätigt in diesem Hadith. Aber als der Mann sagte, bei Allah, ich werde nichts an zusätzlichen Taten hinzufügen, was bedeutet das? Das bedeutet, ich werde in jedem Fall meinen Pflichten nachkommen und nichts vernachlässigen an Pflichten. Und ich werde mich auch von dem, was übel, was schlecht ist, was verboten ist, fernhalten. Und dieser wird tatsächlich das Paradies bekommen. Nur die Frage an uns beide. Und wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Ist es wirklich so, dass wir exakt unsere Pflichten machen? Sind alle Gebete gültig, die wir machen? Sind alle Gebete richtig, die wir machen? Machen wir überhaupt alle Gebete? Die Antwort ist ganz klar nein. Du wirst die wenigsten, ja die allerwenigsten finden, die wirklich ihren Pflichten so nachkommen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es liebt. Manch einer, er vernachlässigt seine Gebete, möge Allah uns und ihn recht leiten. Manch einer, er macht seine Gebete mit Riyah, das heißt, er zeigt sich vor den anderen Leuten. Dieses Gebet nimmt Allah subhanahu wa ta'ala nicht an. Ein anderer betet vielleicht mit einem unvollständigen Wudu. Ein Wudu, der hier diesbezüglich nicht gültig ist. Auch dieser hat kein Gebet vor Allah subhanahu wa ta'ala. Einer betet das Gebet viel zu schnell, ohne dass er auf dessen Säulen achtet. Das bedeutet, dieser oder jene Grund hindert ihn daran, dass er tatsächlich mit allen verpflichtenden Gebeten zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Daher haben wir in einer anderen Überlieferung bei Abu Dawud, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala yawmul qiyama, wenn der Diener vor ihm stehen wird und Allah subhanahu wa ta'ala auf seine Gebete schaut und er nicht alle Gebete vollständig gemacht hat, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, unzuru fi salati abdi. Unzuru fi salati abdi. Und wenn er nicht alle Gebete vollständig hat, sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, hal li abdi min tatawwa, hat mein
zusätzliche freiwillige Gebete gemacht. Warum? Weil diese zusätzlichen Gebete sind die Gebete, die das vollständig machen, was er an Pflichtgebeten vernachlässigt hat. Die freiwilligen Gebete füllen letztendlich das, worin der Diener nachlässig war, worin der Diener Fehler gemacht hat. Und daher, liebe Geschwister, sollten wir niemals denken, dass wir es schaffen können, nur die Pflichtgebete zu beten und alles ist korrekt und richtig, wie wir es gemacht haben, sondern vielmehr müssen wir verstehen, dass wir viele freiwillige Gebete brauchen, damit, wenn wir etwas von den Pflichtgebeten vernachlässigt haben oder falsch gemacht haben, so wird Allah subhanahu wa ta'ala das auffüllen, yawmul qiyamah, mit was? Mit den zusätzlichen Taten. Und so ist es nicht nur mit dem Gebeten, sondern auch mit dem Fasten. So ist es auch mit der Zakah. So ist es auch mit der Hajj. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.